So, weiter geht's heute mit FIFA 23, meine kleine Karriere hier mit Bayreuth. Herzlich willkommen zurück. Und ja, nach dem letzten Spiel, nachdem wir Sutton im Auftaktspiel geschlagen haben. Oh, jetzt darf ich weitermachen. E-Mail-Adresse, ich sage, kann ich überspringen. Perfekt, sehr gut. Und weiter geht's. Ja, zweites Testspiel steht dann an. Auf jeden Fall mit unserer Truppe. Soll ich das Handy auf Dankeschön, Katze. Dann reißen wir halt die Kopfhörer raus. So, jetzt nochmal. So. Handy auf Lautlos machen ist immer gut. Dann gehen wir rein ins zweite Gruppenspiel hier. Und ja, warte mal, wir gucken gerade. Ich will jetzt ein bisschen durchwechseln. Ziemlich bewusst mal dieses Durchwechseln einfach machen. Das ist halt der Vorteil im Vorbereitungsturnier. Du kannst halt man kann halt erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich guck gerade, ob ich hier wohl noch einen Verteidiger auf der Bank habe. Scheinbar nicht. Nö. Okay, dann muss er halt durchspielen. Dann muss ich da, weiß ich, dass ich definitiv auch einen Rechtsverteidiger verpflichten muss. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Unten rechts außen. Rechter Mittelfeldspieler, unten rechts Verteidiger. Hingucken. Und da müssen wir gucken, dass wir die da, dass wir die dann relativ günstig kriegen. Mache ich aber jetzt erstmal trotzdem was anderes. Dann geht das jetzt erstmal so. Dann spielt der Spieler auf ihrer Position, die sind nicht so. Also, wie gesagt, die rechte Seite soll zumindest ein bisschen ergänzt werden, dass ich da nochmal das ein oder andere Talent leihe. Das ist gut zu wissen. Nein, ich hatte den nicht noch gehabt. Okay. Alter, verstanden. So, gut. Okay, auf geht's. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Zweite Gruppenspiel, Newport County. Am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Spiel Nummer zwei also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team und da ja. Mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen Gruppenerster werden, um dieses Turnier zu gewinnen. Es sind alle Spieler, Teams in einer Gruppe und wenn wir Gruppenerster sind, haben wir das Ding gewonnen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen.
muss er hin und holt sich den Ball. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Im letzten Spiel gab es ja diesen Doppelpack und man spürt, es passt im Moment alles. Selbstbewusstsein ist da, findet immer wieder die Lücken und das Stellungsspiel ist überragend. Abseits, ah, das, Abseits war ja. Das war knapp. Und jetzt gibt die gelbe Karte noch für den Verteidiger, ja? Für die Nummer 4. Gelb gibt es ja auch noch, Grund war diese harte Aktion eben. Gut zu wissen. Okay. Vielleicht ein bisschen provozieren und ich könnte sagen, dass wir ein Mann, dass wir bald ein Mann weniger sind. Aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Hauptziel ist es erstmal hier vorne. Schön durchgesetzt. Oh nein. Da ist die Chance. Oder da sind das? Sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. 2-1. 1 für Newport. Erste Chance für die Engländer. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ah. Stark verteidigt. Schade. Gelbe Karte für uns, okay. Warum auch immer jetzt ein Verteidiger, warum einer unserer Spieler jetzt auch gelb gesehen hat. Ja, weg ist der Ball. Schade, die Idee war gut, aber die Umsetzung war nicht gut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Schuss jetzt. Kein Problem, den hat er. Schade. Na, da gute Idee, Fabio. Jetzt die Ecke. Den kann er blocken, sage ich. Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ein Spiel. Sofort die Entscheidung der Schiedsrichterin. Aus meiner Sicht absolut vertretbar. Jo. Na, okay. Vielleicht doch eine haltische Entscheidung. Chance auf den Ausgleich. Das ist nicht wahr. Ja, da ist man nicht gezuckt. Ecke kommt in den 16er. Gut geklärt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nicht ja, ausgepackt. Du hast echt die Chance zum Ausgleich, kriegst das Ding nicht hin, aber wir sind zumindest drin in der Saison. Das ist nicht gut. Hat er gut geklärt. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Da schießt er. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und der Keeper hat das Ding. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Kurze Ecke. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da macht er das Tor. Sie ziehen auf 2-0. Das davon. Ist die zweite große Chance, die sie haben. Und das ist das zweite Tor. So ist dieses Tor entstanden. Ausgangspunkt ist die kurze Ecke. Und dann ist das wunderbar gemacht. Ja, ich habe mich bei FIFA auch schon, mit FIFA 22 auch schon extrem schwer getan mit den Kurzecken. Hier steht es 2-0. Sieht alles schwierig verteidigt. Chance zum Anschlusstreffer. Eine starke Parade. Das ist nicht wahr, ne? Dann sagen wir mal so, wir haben die Chance und die Gegner machen die Tore. Gelb-Rot. Ich glaube, das gibt Gelb-Rot. Eine Schiri. Ja. Er gibt sogar glatt. Er gibt Gelb-Rot. Das ist bitter, aber das weiß er doch. So darf er da nicht hingehen. Eine völlig unüberlegte Aktion. Es läuft alles. Das ist alles. Alles, alles. Die Chance jetzt. Und so wird das nichts. Den hält alles geht gut. Natürlich. Wieder die kurze Ecke. Kurzer Eckball. Hereingabe in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht weg.
blockt ab. Ich meine, es ist natürlich nur ein Vorbereitungsturnier, aber jetzt machen sie mal eben eine Ecke kommt. Wenn du bedenkst, dass du noch ein Tor, drei Tore Führung nun also. Das ist die dritte Chance. Also die machen, die hauen jeden Ball rein. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Es ist die zweite eindeutiges Ecke, Resultat die uns um die Ohren fliegt. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt nochmal 2 Minuten drauf. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Schöne Aktion, Steilpass. Sie machen das Tor. Ah, vielleicht gibt es noch eine kleine Hoffnung. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Ja, zumindest mal doch noch in die Situation, doch noch reingehauen. Ecklauf, drittes jetzt Tor in der Saison. Die erste Hälfte ist vorbei. Okay. Ja, reite ruhig alles offen noch, aber weh tut es auf jeden Fall, weil es wie gesagt auch der Rechtsverteidiger war. Glas hatte jetzt ein bisschen blöde für. Das war mal so, dass den Wechsel. Ich nehme den Sechser raus. Um hinten dazu zu machen, ein bisschen Ruhe reinzukriegen jetzt in dieser Verteidigung. Weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Also, Fakt ist auf jeden Fall erstmal. Ja, da ist Platz jetzt. Dass wir dabei sind. Da kommt die Hereingabe. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Können Sie verkürzen? Sie Duah! Machen das Tor. Ist es denn zu glauben? Kommen Sie hier doch wieder rein. Vielleicht doch noch irgendwie nur das. Noch ein Tor Rückstand. Der Treffer. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen. Ja, Eckloff wieder dran. Teile ich schön den Ball vorne rein und rein ins Glück. Und der Ball ist im Tor. 3:2 also. Da ist alles drin. Also Fakt ist, dass wir noch einen Rechtsverteidiger, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen was für die Defensive tun müssen. Ah, da schade, da dachte ich komme da vorbei auf der Seite. Da wäre nämlich der Weg frei gewesen. Und dann hätten wir die Chance gehabt auf das 3:3 und das mit einmal weniger und 0:3 Rückstand. Da fangen sie den Pass ab. Jetzt wird sie defensiv ein bisschen besser. Die Chance für den Konter. Die Bayern haben es endlich geschafft, ihren Wunschspieler zu verpflichten. Es war nicht einfach, ihn zur Unterschrift zu bewegen, aber nun ist es gelungen. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst nichts. Er schießt! Gute Gelegenheit, aber kein Tor! Das wär's gewesen. Da war mal die nächste riesige Chance gehabt. Also das 3:3, da steht so ein bisschen in der. Hängt so ein bisschen in der Luft. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Genau so ist es. Könnte der Ausgleich werden. Ah! Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Ecke. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. So, wir wechseln jetzt auch schnell noch. Steininger, der Torschütze zum. Jetzt der Eckball. 2:3 und nächste Spielecke. So, nächster Wechsel. Langer Ball. Da! Aufgeben, kennen Sie nicht. Ausgleich. Da sind Sie wieder mittendrin in diesem Spiel. Und das zu 10. 3:3. Leistung.
0:3 hinten, ein Mann weniger und du triffst zum 3:3 nach 66 Minuten. Erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Rechte Seite ist offen, Andermatt. Das sieht vielversprechend aus. Da ist er zur Stelle. Hätte ich früher spielen müssen. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Langer Ball nach vorne. Der Kopf. Ah, schade. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Und damit ist der Ball weg. Jetzt haben wir leider ein bisschen Probleme, dass wir die Situation da nicht. Da gibt's gute Anspielstationen. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Ist das das so? Tolle, verhindert. Jetzt gegen Eis ist er unheimlich stark. Also das haben wir hier wieder gesehen. Lässt sich nicht überwinden. Wäre die späte Führung gewesen in der Partie. Aber jetzt kommen wir wieder auf so einer scheiß kurzen Ecke, ne? Ball kommt kurz. Jetzt die Hereingabe. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es... Oh ja. Da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Gut gemacht. Wow. Das war nicht gut gespielt, das Ding. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ballverlust. Die kommen jetzt aber mit noch keine Ball mehr durch. Guter Spielaufbau. Ist gefährlich. Boah. Das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Auf Außen ist Platz. Vielleicht jetzt nochmal. Nollenberger. Der Angriff. Weiter unentschieden. Geht er rein. Und so kannst du... Und der verhindert der Keeper. Vor Probleme stellen. 3:3. Ein Spiel ohne Sieger, Buschi, aber gewonnen haben heute auf jeden Fall die Zuschauer. Denn das war schon... Es war nochmal Situation dabei. Unterhaltsames Fußballspiel. Auf jeden Fall. Wir haben viel gesehen. Beide haben uns viel gezeigt. Spannung war drin. War eine enge Geschichte. Beide können mit diesem Remis zufrieden sein. Naja, muss sagen, das war heute auch, dass das vielleicht geschafft wird. Ein ziemlich durchwachsener Auftritt von ihm. Wie würdest du das beurteilen? Schade. Naja, egal. 3:3, noch mit einem weniger. Kann man auf jeden Fall erstmal mitleben. Man hätte es vielleicht packen können. Hätte man die eine oder andere Situation vielleicht noch gehabt. Jetzt das Ende nochmal. Das wäre vielleicht möglich gewesen. Aber egal. Naja, 3:3. Passt schon. Heute war der Gegner ziemlich stark. Na gut. Dann hätten wir es für heute. Obwohl, warte mal. Ich muss noch was gucken. Wir brauchen ja noch Verteidiger. Beziehungsweise rechte Seite. Rechts außen. Und Dings. So, gucken wir mal. Was hat denn der Scout überhaupt so ein bisschen für uns? Hat er irgendwas da, was ich jetzt sagen kann? So. Gebietscouting. Was ist das eigentlich? Warte mal, hast du für uns vielleicht nochmal eine Alternative? Gut, das sind alle Spieler, die er. Ich darf ja keine freien Spieler verpflichten. Das wäre zum Beispiel ein Kandidat. Hier, Mikas. Jetzt heißt so, ist hallo, den hätte ich gerne gehabt. Dann hätte ich zumindest meine rechte Seite mal zugemacht. Aber ist halt jetzt so. Ich werde mal scouten hier den Kollegen.
der wird wahrscheinlich nicht für die Summe kommen, ich ihn gerne hätte. So, warte mal. Scout brauche ich nicht. Ich gucke mal jetzt wegen dem Jugendstab, ob da irgendwas drin ist, was ich haben könnte. Alles zu teuer, ne? Warte mal. Hast du nicht irgendwie noch was auf der Alternative? Ne, Scout brauche ich nicht. Scout-Bericht brauche ich auch nicht. Nein, so war es eigentlich nicht gedacht. So, warte mal, ich gucke jetzt gerade, ob ich noch was leihen könnte. So, ich gucke mal gerade ein bisschen in Deutschland. Erster Linie war ein Rechtsverteidiger. Auf der Transferliste. Ich gucke mal, ob die da was haben für uns. Keine Spieler gefunden. Das ist natürlich immer total toll. Mit defensiver Rechtsverteidiger brauche ich. Und ich bräuchte eine Freigabesumme. Ich brauche Spieler. Ach, das ist okay, das ist natürlich total toll. Dann kann man sich geben, die zweite, weiß ich, geht erstmal runter in die dritte Linie. Warte mal. Das heißt, ich setze zurück. Also ich nicht einzeln zurücksetzen kann, sondern nur ab und an. Rechtsverteidiger. So. Liga. Gut. Dann gucken wir mal da. Ob wir da irgendwas haben, was jetzt helfen könnte. So, ich versuche gerade, ob ich da irgendwas, ob mir irgendwer helfen könnte. Verliehen. Ja, schade. Das ist aber auch so ein Talent, was bei FIFA sehr oft genannt wurde. Ja, vom ersten FC Köln ist er eigentlich. Aber es ist jetzt auch nichts dabei, was jetzt so helfen könnte auf Anhieb. Die man so in der zweiten, guck mal, in der zweiten Liga gerade. Ja, das ist leider das Problem. Du hast natürlich nicht von jedem irgendwie die kann ich den leihen? Ich gehe mal auf die Leihe. Ja, so gekriegt. Das sind 11 Monate, ne? Danilo Wiebe von. So. Soll ich den kaufen direkt schon? Oder könnte ich. Soll ich den überlege gerade, ob ich den einfach die Transfer, ob ich die Dings kaufen soll? Die Dings holen soll. Ja, komm, wir machen's. So, dann gehen wir mal auf Handeln. Holen wir uns am ersten Spieler, der uns dann gehören wird. Du bist ein Schlüsselspieler, alles klar. Geh erstmal auf 2 Jahre. Keine Freigabesumme, ja, tun wir so mal rein. Gegenangebot. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen den Bonus mal rausnehmen.
Gehalt ändern. Ich will den Einzigsbonus eigentlich mal gerne rausnehmen. Es tut mir leid, dass ich den euch nicht so zahlen kann, was ihr gerne hättet. Ich vermute, dass er jetzt sagt, nö, ist nicht. Das möchte ich nicht. Okay, weiter. Ah, schade. Na gut, dann ist es halt zu teuer. So, leider. Ich hätte ihn gerne verpflichtet. Ich muss ja leider ein bisschen reagieren. Das ist das Problem an der Sache. Boah. Das ist das Problem an der Sache. Das ist das Problem. Jetzt die Frage, leihen wir uns jetzt kurzfristig einen Spieler, der ein bisschen die Defensive zumachen kann, oder also, guck mal, das war jetzt vielleicht was Defensiv, was. Ich kann mal gucken, ob ich den leihen kann. Ne, ist leider nicht möglich. Wunschliste. So. Nein, ich will den kaufen. Ich werde versuchen, ob ich ihn kaufen kann. Das ist leider teilweise ein bisschen zu teuer. Ich habe ja nur ein gewisses Budget. Das ist das Problem an der Sache. Angebot absenden. 600.000, habe ich ein bisschen Alternativen. Verhandeln. Du gehst auf wichtig. So, Freigabe so übergehen. Und jetzt könnten wir jetzt machen wir es nämlich zu. Jetzt haben wir tatsächlich einen Spieler verpflichtet, unseren ersten Neuzugang. Kriegen wir jetzt ein Video noch zu sehen? Ja. Diesmal habe ich auch das Mikro angeschlossen. Jetzt mal nicht, bei Folge 2 war es nämlich nachsynchronisiert. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt wissen wir auch, dass es der Medizincheck ist. Ich finde es wirklich sehr geil gemacht mit dem Medizincheck. Und den rechten Mittelfeldspieler werden wir uns definitiv auch noch verpflichten. So, der erste Neuzugang, Takashi Ukino. 600.000 kostet der Spieler. Und hat eine Wertung von 60, das ist in Ordnung. Cool. Ist verpflichtet. Gehört uns. Kann nur besser werden. So, jetzt brauche ich noch einen rechten Mittelfeldspieler, den werde ich mir aber leihen. Mittelfeld. Rechte Mittelfeldseite. Warte mal, hat der 60 nicht ein Talent, den man da vielleicht. Also jetzt glaube ich keinen. Der ist glaube ich kein rechter Mittelfeldspieler, weil ich das richtig im Kopf habe. So. Alles doch zu das, dann hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, dass ich den vielleicht für die nächste Saison verpflichte. Alles.
Ah, das ist das Problem. Alle Spieler, die jetzt erstmal so ein bisschen außen vor gehen. Alles. Mika Bauer. Ja, ich brauche leider. Ich will einen Leihspieler haben. Das ist das Problem. Verliste sitzen. Ja, da ist er noch. Einer, der möchte gerne kommen. Das wäre natürlich toll, wenn er kommen würde. Ich hoffe, dass ich ihn zumindest. So, dann gucken wir, dass wir das machen. Leihe zum Kauf. Ein Jahr. Ja, noch ist es drin. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht. Für die Summe wird er wahrscheinlich nicht kommen, warte mal. Das wird nicht passieren. Ja, das ärgert mich gerade. Ich brauche nämlich einen rechten Mittelspieler, der sich auch leiden lassen würde. Ach, das ist alles so leid. Das sind alles so Spieler, die nur maximal ein Jahr. Die zweite. Ich weiß, dass die Folge schon relativ lang ist gerade. So, gucken wir mal da. Das ist ein Talent, weil den wir vielleicht auf dem Schirm hängen könnten. Aber ich hätte nur ein Jahr. Grundlegende Kondition. Ein Jahr. Gegenangebot. 70. So, jetzt muss er gucken, dass er vielleicht auf den Schirm kommt. Also Jonas Sterner wäre vielleicht gar nicht so schlecht, zumindest ein Jahr auszuleihen. Und da kann man immer noch verhandeln, wenn ein bisschen mehr Budget drin ist. Na gut. Ich mache mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Vorbereitungsspiel gegen Altach.